Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung von einem neuen Update. Und zwar von Minecraft Update 1.7.6 und 1.7.7. Die kamen beide am 9. April raus, das war bei uns gestern. Ich muss jetzt noch kurz ein bisschen überlegen, wann das Video rauskommt. Aber ja, kam Anfang April raus eben. Eigentlich sollte es schon im März rauskommen. Also geändert wurde etwas an den Skins. Die Skins und die Umhänge, die werden nun über Server verteilt, also auf die Server, auf die man joint, bekommen da halt die Skins und die werden da dort halt gespeichert. Dadurch, wenn halt mal die Skin-Server ausfallen sollten, soll eben halt nicht passieren, damit eben alle ein Steve-Skin haben. Oder eben, dass wenn die ausfallen, das soll erstmal anscheinend seltener vorkommen und damit es eben geringe Auswirkungen hat. Wenn man seinen Skin wechselt, muss man von nun an nicht mehr Minecraft neu starten, sondern einfach auf dem Server neu anmelden. Und doppelte Skins müssen nicht für jeden Spieler einzeln heruntergeladen werden. Man kann jetzt auch seinen Benutzernamen ändern. Ein Spieler wird von nun an nicht mehr über seinen Namen identifiziert, sondern über eine ID. UUID, also Unique User ID. Das geht allerdings jetzt nicht, sondern erst wenn die Vollversion 1.8 rauskommt, dann kann man seinen Benutzernamen ändern und ich glaube, das werde ich auch machen. Ja, okay. Gut. Ach so, was bei mir allerdings irgendwie gestern noch ein Problem war, mit den Skins, da habe ich auf Hives Black gespielt mit der neuen 1.7.7 Version und dann am Anfang alle Steve Skins drin und die wurden erst nach einer Minute oder so geladen. Das fand ich ein bisschen nervig, also wenn das ich hoffe, dass die das die Leute das wieder alles klar machen, aber sonst hört sich das ja eigentlich ganz gut an bei den Skins. So, weiter geht's. In den Optionen hat sich bei dem Field of View, also im FOV, was geändert. Wo ist es denn? Brightness, Particle, Anisotropic Filtering, View Bombing, Clouds, Fullscreen. Hä? Das ist. Ah, hier, natürlich. Hier ist FOV. Warum ist es bei mir normal? Vielleicht hat es resettet. Ich habe normalerweise immer 90 gehabt oder so. Aber ihr seht ja, normal ist hier in der Mitte. Das heißt, man kann es auch kleiner machen. Ich gehe mal kurz in-game. In die Amplified Welt von dem Bild eben. Jetzt habe ich halt leider keinen Shader drin. Das gibt es jetzt noch nicht für die neue Version. Die Shader Mod wurde noch nicht aktualisiert. So schnell geht es mit den Mods nicht. Wartet kurz. Also ich will euch nur kurz zeigen, was das FOV ist. Kann man sich ja denken, Field of View, also das Sichtfeld. So, jetzt sind wir hier in der Welt, jetzt lasse ich die noch kurz laden und dann zeige ich euch, was man mit dem FOV machen kann. Ich gehe mal zu weit, guckt einfach mal in den Hintergrund. So ist es halt, das FOV viel beschränkter und so hat man einen viel größeren Umblick. Also so ist es ein bisschen extrem. Ich habe es nicht auf normal gehabt, ich hatte es glaube immer auf 90 oder so. Ich fand das so ein bisschen angenehmer. Keine Ahnung, man hat halt mehr gesehen. Und es. Aber ganz geschickt, weiß ich nicht, in manchen Situationen kann es vielleicht geschickt sein, auch weniger zu sehen, um auf Details oder so zu achten. Jo. So, man kann bei Multiplayer-Servern, kann man ja, gibt es ja Resource Packs. Die können ja in die Server-Properties schreiben, wenn die. Eben ein Resource Pack empfehlen, was gut ist für den Server. Bei manchen Servers braucht man es vielleicht sogar für manche Sounds oder so. Und jetzt kann man für jeden Server das hier extra einstellen. Da gibt es einmal die Option Prompt, Enabled und Disabled. Bei Prompt kommt, wenn man auf den Server zum ersten Mal geht,
eine Frage, eben ob es, also wenn eins vorhanden ist, ob es dann installiert werden soll. Wenn man das damit ja beantwortet, dann wird es automatisch runtergeladen und in den richtigen Ordner eben eben runtergeladen. Und wenn man das nächste Mal auf den Server joint, ist das Resource Pack drin. Und man wird nicht nochmal gefragt, weil man es ja schon hat. Und wenn man Prompt drin hat und dann das nach dem Resource Pack gefragt und dann mit Nein antwortet, dann wird man auch nicht mehr gefragt. Wenn man Enabled macht, wird das Resource Pack automatisch runtergeladen, ohne dass nachgefragt wird. Wenn man Disabled macht, dann wird eben das Resource Pack, das vom Server bereitgestellt wird, eben nicht runtergeladen. Es gibt dann noch Verbesserungen für Minecraft Realms oder Realms, ja, glaube ich, heißt so. Aber dazu kann ich wenig sagen, weil ich es nicht habe. Also das war jetzt 1.7.6, jetzt kommen wir zu 1.7.7. Achso, was sich auch noch anmerken lässt. Die Version 1.7.7 und 1.7.6 sind nicht mit 1.7.5 oder älteren Versionen kompatibel. Das heißt, wenn man in 1.7.7 ist, kann man nicht auf dem Server mit 1.7.5 joinen. Aber Mojang empfiehlt, damit man eben die neuere Version nutzt, weil das eben ein wichtiger Schritt ist für den reibungslosen Übergang zur zukünftigen Version 1.8. Zitat Ende. Also Quelle Minecraft Wiki ist unten verlinkt. Der Server wird dann die Spielprofile eben aufs neue Format aktualisieren, damit wahrscheinlich das auch mit den Namen und mit den Skins alles klappt. Bei Minecraft Realms oder wie das auch immer heißt, gibt es anscheinend die neue Umbenennungsfunktion schon, aber wie gesagt, das kann ich auch nicht nachschauen, weil ich es nicht habe. Ich weiß nicht auch, also auf jeden Fall gibt es jetzt in einigen Ländern schon. In Deutschland gibt es teilweise auch schon, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwie ist es hier nicht so wirklich, also es ist auf jeden Fall nicht für jeden verfügbar. Ich weiß auch nicht, ob es in der 1.8 gibt oder so, dann für alle verfügbar oder eben nur für ein paar Leute oder für ein paar Länder. Ich glaube, in Schweden haben es alle irgendwie. Aber egal. Wie ihr seht, jetzt gab es in diesem Update jetzt nicht so die riesen Änderungen. Die großen Änderungen kommen dann, in der Minecraft 1.8 Version, die, ich denke mal, diesen oder nächsten Monat auch rauskommt. Da gibt es ja einige neue Commands. Marco hat da ja schon was vorgestellt. Und ja, da werdet ihr es ja dann sehen. Okay, dann war es eigentlich mit dem Video. Ihr kommt jetzt links noch zum letzten Minecraft Update Tutorial. Da war es zum 1.7.4 Update. Habe ich da alles vorgestellt. Könnt ihr gerne reinschauen. Und rechts geht's jetzt zu einem zu einem Tutorial von Marco. Der hat da in seinem Video so Geisterblöcke vorgestellt. Dürft ihr gerne mal reinschauen. Das ist zum Beispiel mit einem Kommando aus der 1.8 Version, hat er halt im Snapshot gemacht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wie fandet ihr jetzt die Änderungen oder findet ihr es sinnvoll? Also ich find's gut, damit man seinen Namen ändern kann. Dann muss ich halt schnell den ändern, damit nicht jemand anderes den wegschnappt, den ich vielleicht mag. Schreibt mir gerne auch Themen in die Kommentare oder Sachen, die ich auch noch vorstellen kann. Ich kann auch noch Mods oder sowas vorstellen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch dabei seid. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!